Wir sind hier auf der Straße, weil wir als einzige Branche in der Wirtschaft in einer besonderen Situation sind. Wir mussten Einnahmen aus 2019 zurückgeben für die abgesagten Reisen. Wir haben keine neuen Einnahmen, die Perspektive ist schwierig und deswegen fordern wir einen Rettungsfonds für die gesamte Reisebranche und nicht rückzahlbare Beihilfen. Es ist wirklich 5 nach 12.